Entschuldigt bitte meinen bescheidenen Anblick, aber ich bin eigentlich fast gerade zur Tür herein von der Arbeit und einer der Hauptdarsteller wird mich gleich verlassen. Darum habe ich eigentlich gar keine Zeit, mich jetzt für euch hübsch zu machen. Das wäre mir eigentlich viel lieber, aber ich denke, die Essenz des Videos geht vor meinem Anblick. Und zwar geht es um diesen kleinen Kerl hier, den Mac 181 SE. Das ist ein Mini-Kabuki. Ich habe diesen hier vor rund 2 Jahren, glaube ich, erworben im Rahmen der Novel Twist Kollektion. Damals konnte man diesen hier mit einem Pearlizer und einem Täschchen für rund 25 Euro kaufen. Und warum ich das noch fix posten will, ist, weil es so aussieht, als ob er wieder käme. Auch wieder so Ende Sommer mit Paletten, Pinselsets und so. Und er wird halt mit ein paar Mini-Produkten etc. in so einem Package kommen. Es ist noch nicht, auf Spectranet steht halt 81 in Special Packaging oder so, keine Ahnung. Also ich vermute mal stark, es wird dieser hier sein. Und ich dachte, ich vergleiche ihn erstmal auch für euch mit den großen von Mac, mit den großen Kabukis und gebe so mein kleines Urteil ab. Ich habe ihn mir damals gekauft. Damals hatte ich den großen, den 182er noch nicht. Und ich wollte gerne einen Kabuki für Mineral Foundation haben, also eben um ihn einzuarbeiten. Und habe ihn auch sehr, sehr lange dafür verwendet. Also sehr, sehr lange, ein paar Monate. Und ich war insofern zufrieden, dass er im Vergleich zu ein paar günstigeren, die ich mir zum... Ich hatte selbst keine besessen, ich habe sie nur hier und da mal irgendwo anfassen dürfen. Und er hat nämlich recht kurzes Haar im Verhältnis zur Schaftbreite, sage ich mal. Und dadurch bleibt er extrem formstabil. Viele Kabuki, die man bekommt, haben recht langes Haar, vielleicht auch nicht mal so dicht. Und dadurch sind sie extrem flexibel. Der hier bietet aber sehr viel Druck. Mit dem ganzen Durchmesser des Pinsels und arbeitet so das Produkt sehr gut ein. Allerdings ist er vom Haar her wirklich nicht mit den Full-Size Brushes von MAC vergleichbar, also mit dem 181 und 182. Die habe ich mir erst im Nachhinein zugelegt, besonders auf den kleinen. Den 181 war ich sehr gespannt, weil ich ja diesen her von der Größe ganz, ganz toll fand. Aber der Nachteil ist nämlich, die Haare sind vollkommen anders. Ich denke mal, ich kann das natürlich schwer nachzählen oder wirklich habe Auskunft über die Produktion. Aber ich meine, dass die beiden trotz ähnlicher Schaftbreite, also ich denke, es kommt ungefähr hin, sehr verschiedenes Haar haben. Die hier sind sehr, sehr fein und die hier sind recht dick und damit ist der Pinsel nämlich auch sehr pieksig und unangenehm für die Haut. Und dieser hier ist wie Samt auf der Haut. Es ist wunderbar. Hier sind die, dadurch, dass es viele Haare sind, sind das sehr, sehr feine Spitzen, die da überall in die Haut einarbeiten. Der hier ist sehr hart und pieksig. Ich weiß nicht einmal, ob das alles wirklich spitze Haare sind, also so Erstrasur, oder vielleicht noch ein paar untergemogelt wurden, die einfach nur zugeschnitten sind und somit also ein hartes Ende haben. Wie ihr wisst ja, nach dem Rasieren habt ihr ja auch die Stoppel, die sind viel schlimmer als ganz feine, flaumige Haare, die halt eine ganz fein zulaufende Spitze haben. Katze hat die Tür aufgemacht, Entschuldigung. Ich denke mal, man sieht auch ein wenig, dass der hier trotz gleichem Schaft viel fluffiger ist, größer. Er ist ein klein wenig mehr gewölbt, aber es ist einfach wirklich das Haar, das den enormen Unterschied macht. Der ist ja auch etwas weicher, also es ist mit dieser Formstabilität, der ist doch etwas fester, aber der bei drehenden Bewegungen arbeitet er mit der gesamten Fläche, arbeitet fein ein. Diese Pinsel sind wirklich ganz anderes Kaliber. Das ist hier der große, falls euch das interessiert. Ich werde euch das gleich jetzt mal in einem anderen Blickwinkel zeigen. Ich denke, das ist besser. Hui, die Sonne scheint. Also ich denke, ich verliere gleich ein paar Abonnenten, wenn ich das sage. Aber ich hasse Silbermond. Ich finde die Musik so furchtbar. Ich meine, es ist Schmalz mit Soße. Ehrlich. Aber, Entschuldigung. Ihr seht hier jetzt die drei.
Die kippeln hier, die beiden, die Full-Sizes, weil ich die ja mit Magneten versehen habe, um sie an meinem Metallbadschrank kopfüber befestigen zu können, damit sie, vor allem wenn sie gewaschen wurden, gut trocknen können. Den hier benutze ich eigentlich fast täglich zum Einarbeiten, so als Finish. Daher ist der ein bisschen angesaut. Ich wasche den nicht jedes Mal. Ich glaube, das würde ihm gar nicht so gut tun. Und das ist hier der SE. Ich zeige euch nochmal mit weißem Hintergrund, den die Katze angeknabbert hat, nochmal so ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich werde Fotos auf meinem Blog posten. Die könnt ihr dann auch schön vergrößern. Also dieser hier, ich kriege den einfach nicht fluffig rund schön hin. So. Ich weiß leider nicht, ob meine Kamera das schafft, dass ihr so im Prinzip sehen könnt, wie die Oberfläche so ist. Bei dem seht ihr schon, die Spitzen sind ziemlich ausgewaschen. Und dieses braune Haar ist recht dick und die Spitzen sind, also es ist im, ich denke, so sieht man das relativ gut. Es sind zwar natürlich unterschiedliche Farben, aber die Sonne macht es ein wenig sichtbar, wie homogen dieses Gesamtbild an Borsten ist. Es ist für mich eigentlich dieses Profil hier, was eigentlich ausschlaggebend ist. Das kann ich jetzt so schlecht einfangen. Schaut in dem Blog vorbei für die Bilder. Ihr seht, ich glaube, jetzt seht ihr die ziemlich gut, die ich meine, die so nerven. Sie sind sehr stumpf abgeschnitten, keine seichten Spitzen, die einfach so ein bisschen streicheln. Hier ist dieses Gesamtbild doch homogener und man sieht, die Spitzen sind feiner. Das ist bei dem genauso. Die beiden haben identisches Haar. Sie haben trotz verschiedenen, also in Relation von Schaft zur Haarlänge, haben sie entsprechend ungefähr den gleichen Widerstand. Es ist wirklich ein Vergnügen mit denen. Weil ich benutze keine Mineral Foundation oder Mineral Foundation mehr. Ich verwende diesen hier zum Buffern von Produkten, sprich Blush auf den Wangen einzuarbeiten, damit er wirklich sich mit dem Hautbild so ein bisschen verschmilzt. Und diesen für eigentlich fast alles, was sonst so anfällt. Blot Powder, auch mal Rouge oder eben auch das Buffern an sich. Ich nehme ihn auch sehr gerne mit, wenn ich verreise, dann als so einen kleinen Allrounder. Im Prinzip benötige ich aber eigentlich gar keinen Kabuki. Aber ich habe sie nun mal, möchte sie nicht weggeben. Ich denke aber, wenn man jetzt einen für Mineral Foundation hat, soll man auch ruhig so ein paar Reviews durchlesen, was es da so für gute Eigenmarken gibt. Ich denke, wenn es nicht MAC sein muss, die sind gut, aber auch schweineteuer. Also es gibt Leute wie mich zum Beispiel, die so ein Set nur wegen diesem Pinsel kaufen. Damals für 25 Euro klang das sehr lukrativ, wobei ich sagen muss, dieses Täschchen, diesen Pearlizer hätte ich so nicht wirklich gekauft. Und ich habe wirklich es eigentlich nur auf ihn hier abgesehen. Und die neuen Sets, die dieses Jahr herauskommen, die haben viel mehr Produkte drinnen. Darum hat man da eigentlich auch mehr von. Und er ist im Schnitt dann einfach auch ein bisschen günstiger als, sagen wir, 15 Euro, die ich einfach für ihn doch zu teuer finde für die Qualität. Ihr bekommt ja Kabuki für vielleicht 5 Dollar oder für 10 Dollar, die mindestens genauso gut sind. Ich kann euch keine nennen, ich bin da jetzt nicht so der Profi drin, aber trotz dieser Steifheit, also ein Pinsel muss einfach auch sanft zum Gesicht sein. Es muss ja auch irgendwo Spaß machen. Und in diesjährigen Sets, da sind ja wie gesagt viele Produkte mit bei, das relativiert sich dann ein bisschen, aber für diejenigen, die es wirklich ausschließlich auf diesen abgesehen haben, weil sie denken, oh, für ein Set bezahle ich genauso viel wie für eine Full-Size, kriege aber dann noch 3 Produkte dazu, lasst es. Dann holt euch lieber den hier, wenn ihr unbedingt ein MAC-Produkt haben möchtet. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ehrlich, ihr seht es ja auch hier zum Beispiel. Die Haare, die sehen alle so schön geordnet aus. Die hier ein wenig kraus und durcheinander. Und er ist okay, aber ich kann ihn so als Produkt eigentlich nicht wirklich empfehlen. Dann macht's gut.